Hallihallo und herzlich willkommen beim Startbildschirm von Darkest Dungeon. Wir sind jetzt in Woche 95 mittlerweile. Gehen rein und der Blitz hat sich verzogen, das Gewitter hat sich verzogen, das ging bloß 10 Minuten, eine Viertelstunde oder so, dann war das auch wieder weg. I was Lord of this place, before the crows and rats made it their domain. Ah ja, das passiert, mein Freund. Gut, wir haben genügend Porträts, wir haben genügend Wappen, die wir jetzt wieder eintauschen können in der Taverne und Ende. Damit ist die Taverne durch, die Taverne, die mein Vorfahr einst besuchte. Ein neues Achievement freigeschaltet. Das Sanitarium ist das letzte, worum wir uns noch aktiv kümmern. Der Rest ist eigentlich fertig, beziehungsweise die beiden Teile sind gar nicht so wichtig. Ja, Accessoires sind schön. Wir können unsere Warengröße, die Wagengröße erhöhen. Erhöht die Anzahl verfügbarer Accessoires und das Handelsnetzwerk macht sie günstiger. Und 10% sind bei 22.500 schon eine Menge. Okay, die Waldläuferin machen wir dann auch in Ruhe fertig. Die braucht auch eine Weile, weil die auch einiges an Crests braucht. Ich glaube am Ende sogar mehr als 100 jeweils. Und insofern brauchen wir jetzt gar nicht mehr so viel zu sammeln. Entweder Büsten oder Crests. Und wenn wir Urkunden haben, dann können wir sie eintauschen, genauso wie Porträts. Geht das übrigens schon? Porträts können wir leider nur gegen Crests tauschen. Da brauchen wir 2 Porträts, um ein paar Büsten zu bekommen. So, jetzt haben wir schon mal 6. Aber 6 Büsten werden nicht ausreichen, oder? Nein, bei weitem nicht. Oh, wow, wow, wow. Aber wenigstens brauchen wir nicht allzu viele Crests. Das ist schön. Dann können wir die später auch eintauschen. Jetzt geht's wieder los. So langsam macht mir das da draußen Sorgen. Habe ich die jetzt schon 3-mal? Nee, das eine ist der heilige Befehl. Und das andere sind die Klerirollen. Ich dachte schon. Aber schön, wir haben 2 Stück. Eine können wir auf jeden Fall verkaufen. Bringt Kohle. Wo gehen wir als nächstes hin? Mit wem vor allem? Denn die anderen sind ja noch relativ gestresst. Unter anderem auch Odo und Nirvana. Die schicke ich jetzt erstmal zum Beten. Viel Spaß. Und der Rest kann mit mir noch irgendwo hingehen. Axeli. Axeli sollte auch mal entstresst werden. Und ich mache das Fenster wieder zu. Mein Gott, das heißt für mich immer wieder schneiden, schneiden, schneiden. Das ist so doof. Aber egal. Gucken wir mal, mit was für einer Gruppe wir losziehen. Vor allem können wir jetzt auch wieder Leute ausrüsten. Du solltest deine besseren Skills noch bekommen. Sehr schön. Yoda braucht im Moment nichts mehr. Heinz, der kann auch gleich seine besseren Skills kriegen. Okay, demnächst kriegst du noch die bessere Rüstung. Inspired Dragon und Marfus auch. Und dann seid ihr eigentlich soweit fertig. Dann muss ich euch nur noch auf Level 6 bringen. Und dann gehen wir wieder zu den jeweiligen Bossen. Jetzt aber erstmal wieder eine kleine Runde. Schubidubidu. Apropos, Schubidubidu. Zeig mal, haben wir schon wieder einen neuen Kleri? Nein. Level 2er Leute. Davon haben wir aber nur noch 2. Es wäre doof, das jetzt wirklich wieder aufzustocken. Haben wir überhaupt einen Kleri? Ja, Renault. Renault kann mitkommen. Renault muss nur eine bessere Rüstung kriegen. Bitteschön. Und du bekommst auch bessere Skills. Tada. Und dann gehen wir rein. In die Meereshöhlen? Nein. Schließe 100% aller Raumkämpfe ab. Das hört sich gut an. Im Wald kriegen wir auch gleich wieder ein paar Büsten. Und nehmen mit Shark, Renault. Ist auch alles auf Stufe 4. Ja, eigentlich hätte ich mal wieder Bock, mit Kredli durch die Gegend zu ziehen. Muss bloß einmal gucken, dass wir ein bisschen... Wir haben schon 3? Weg. Geile Sache. Kriegst erstmal die da mit rein. Dann bitte nochmal gucken, dass wir Kredli auch aufstufen. Oh, 2000. Na gut. Muss sein. Okay. Und irgendwas verkaufen wir noch. Irgendwas, was wir doppelt haben. Wir haben nichts doppelt. Auch Dreck. Waren da nicht eben noch 3?
Habe ich zwei verkauft? Nee, ich habe nur eine verkauft, oder? Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Jetzt bin ich echt am Hintern. Okay. Macht mich noch fertig. Wir haben keine Charakterklassen-Dinger für sie. Reynold hat schon etwas. Shark bekommt jetzt noch die blasphemische Fiole und den Blumenstrauß. Auf Blutenfähigkeiten. Nee, dann doch lieber das. Obwohl, hat minus 5% maximaler LP. Ja gut, kriegt er hin. Was brauchen wir sonst noch? Nischt. Ich will was verkaufen. Irgendwas, was ich nicht brauche. Plus 4 Ausweichen, minus 15% Stressschaden. Das ist eigentlich ein richtig geiles Ding. Das könnten wir mitnehmen, wenn wir irgendwann in den dunkelsten Dungeon gehen. Plus 20% Widerstand gegen Bluten, minus 2 Ausweichen. Nö, weg. Okay. Sonst noch was? Ich meine, es ist nur eine mittlere Quest, aber haben oder nicht haben. Minus 10 Geschwindigkeit, dafür 10% Chance auf Erkunden und tschüss. Okay. Okay, dann haben wir es endlich soweit geschafft. Du kommst mit, du kommst mit, du kommst mit. Wer geht als Tank mit? Wir haben keinen Tank in eurem Level. Kalimba ist noch unterwegs. Der entstresst sich noch. Nach Stufe sortieren. Das will mir nicht gefallen. Gibt's... Nee, es gibt keine Level 3er. Oh Gott, dann bist du der Tank. Und Niki kann auch von der Position aus was machen? Ja, sowohl die flitzenden Dolche als auch die Dolch, den Dolchwurf. Okay, was hast du für eine Krankheit? Bulimisch. Minus 20% Heilfähigkeiten, wenn im Lager, ist nicht schlimm. 100% aller Raumkämpfe, eine kurze Mission, rein. Wir nehmen alles an Essen mit. Niki wird's brauchen. Bevor sie uns wieder stirbt. Das reicht. Und drei Schaufeln. Wir sind im Wald, also brauchen wir auch das Gegengift. Auf geht's! So, dann wollen wir uns mal überraschen lassen, ob wir das ein oder andere Achievement bekommen. Hohohoho. Nein, glaube ich nicht. Wir haben die meisten Achievements schon freigeschaltet. Es sind, glaube ich, 70% jetzt freigeschaltet. Wovon natürlich ein Großteil auch im Livestream damals gemacht wurde. Alles muss angerührt werden. Touch, touch, touch. Dankeschön. Karte ist recht übersichtlich. Wir gehen erstmal nach oben, bevor wir dann nach hinten gehen. So, erster Kampf. Hab ich doch gewusst. Mal sehen, ob unser Tank Kreli das auch aushält. Ich hoffe es sehr. Hey. Geh mal bitte auf die Hexe. Sehr schön, auch gleich gestärkt. Du bringst den da zum Bluten. Mit 3 Schaden die Runde. Okay. Und bitte, bitte, Hexe. Ja! Vergiftet. Das heißt, die ist definitiv weg. Und wir können uns auch darum kümmern, dass der da gestunt wird. Ach, schade. Oh nein, der würfelt uns doch durcheinander. Aber das ist nicht so schlimm. Ausgewichen. Die ist weg. Er ist auch schon mal geschwächt. Bekommt 8 Schaden die Runde. Ermutigender Dunst oder verwirrender Knall. Sehr schön. So ist gut. Und wir lanzen uns nach vorne. Ja. Mach mal den Hund weg. Versuch's nochmal mit dem verwirrenden Knall. Sehr gut. Wir gehen weiter rauf. Du kannst von der Position wieder Bluten machen. Sehr schön, 6 Schaden und 5 Schaden sind 11. Jetzt nur noch immer 3 Schaden. Wir heilen Shark hoch.
Oh, sehr nice. The ground quakes. Ja, das tut er. Devastating blow. Hat aber nicht ganz gereicht. Das war's. Gut, Krele geht wieder nach vorne. Alles ist wieder an seinem Platz. Nein, du musst noch nach hinten. Und dann machen wir die Truhe auf. Sehr schön. Only treasure could staunch the flow of otherworldly corruption. Oh, nice, nice, nice. Der Grabräuber kann auch die ganze Beute rausholen. Finding the stuff is only the first test. Genügend Essen haben wir. Wir können uns zwischendurch auch noch hochheilen. Und eine Schaufel nutzen wir auch. Wealth beyond measure. Sehr gut. Awarded to the brave and the foolhardy alike. Hier geht's richtig ab. Okay. Okay. Da hinten ist noch ein Raumkampf, den werden wir auf jeden Fall abschließen. Meine Adern brennen. Ja. Reg dich nicht auf. Einmal vergiften. Sehr gut. Du gehst auf beide. Damit ist die Hexe weg. Und wir gehen auf ihn. Unforgiving. Genau. Komm, betäub ihn. Ja, sehr gut. Wow, wir holen uns sogar den Stress wieder runter. Ja, was machen wir jetzt? Verwirrender Knall. Vielleicht kriegen wir ihn nochmal betäubt. Leider nicht. Ist nicht schlimm. Ihr stellt euch alle gar nicht so doof an. Guck mal, da weint er sogar. Och Mensch, der Arme. Blutungsschaden. Ja, reicht noch nicht ganz. Du heilst uns mal. So, jetzt sind wir alle wieder fit. Aber nicht fett. Betäuben, komm. Ja! So liebe ich das. Enttäubt und das war's. Prodigious size alone does not dissuade the sharpened blade. Nice. Auch noch 3 Urkunden. Schade. Aber widersetzt. Perfekt. So, der nächste Kampf. Och, Schleimis. Schleimis habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Ihr süßen Schleimis, ihr. Ihr kommt viel zu selten. Ja, was mache ich denn mit euch? Vergiften kann ich euch eh nicht. Doch, kann ich. Erstaunlich. Ja, das war's. Und das war schon die Quest? Nö, wir wollen noch weitermachen. Wir finden noch ganz viel Zeug. Oh, der hat nicht gelüftet, der Zeltbesitzer. Komm, da ist doch noch mehr rauszuholen, oder was? Wir haben ja gar nichts gekriegt. Ich meine, ich brauche euch nicht entstressen. Das ist eigentlich auch relativ nice. Aber das ist mir ein zu kurzes Abenteuer. Das kann man nicht mal Abenteuer nennen. Vor allem sind hier noch 2 Kuriositäten. Hui! Und vielleicht dürfen wir nochmal erkunden und finden noch einen Special Room, der wahrscheinlich nicht in einer kleinen Mission vorhanden ist. Zumindest habe ich bisher bei einer kleinen Mission noch nichts gesehen. Ja, göttliche Gebieter, ich bin hier. Ah ja. Hallo Pilzleute! Meine kleinen Pilzis. Mr. Pilzman, bring me a dream. Bum, 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 bum. Betäubt. Okay. Ja, mach den Pilz mal blutig. Du kämpfst jetzt bitte mit, damit wir die schneller kaputt kriegen. Ja, betäubt mal den. So. Betäuben wir einen nach dem anderen. Damit die auch ja nichts machen können. Ausgewichen. Top. Die Watte quillt. So, ist der jetzt weg? Ja, ist er. Ja, ist er. Gut, dann gehen wir nur noch auf den da hinten. Gut betäubt.
Blutungsschaden. Sehr schön. Ja, die Barbarin macht mir zu wenig Schaden. Also dafür, dass sie so viele Schwächungen kriegt durch ihre Skills, schafft sie kaum was. Das ist eigentlich schade. Guck mal, 31 Schaden, 6 Geschwindigkeit. Dann machen wir das mal. Das muss ja reinhauen. Genau, ab nach hinten mit dir, Niki. Und zack. Okay, so viel dazu. Fackel gleich benutzen, damit die gar nicht erst in unserem Inventar versauert. So langsam habe ich das Gefühl, dass das passiert. Keiner Kunden. Schade. Wir haben noch eine Schaufel übrig, aber dafür dann nicht mehr. Die Frage ist, lohnt sich das? Nö, dann verschwinden wir hier. Okay, wir haben ein bisschen was rausgeholt, das ist doch ganz nett. Aber ich hätte mir ein bisschen mehr an Erbstücken gewünscht. Immerhin zwei Büsten. Na, die wären bestimmt alle da hinten gekommen. Schade drum. Aber das Problem ist ja auch, es heißt ja, es gibt ja dann da hinten nicht mal mehr eine Kiste. Mhm. Niki ist Level 4. Du bist jetzt der Rückzieher. Stress verringert sich nicht beim Zurückgehen. Okay. Curiosity, Interest and Obsession. Mile markers on my road to damnation. Okay, Kalimba ist vom Heiligen Gottesdienst inspiriert und möchte weiterbeten. Warst du nicht schon längst fertig, sogar im vorherigen Part? Was soll das? Ich brauche einen Tank. Ansonsten muss ich Odo mitschicken. Odo. Gut, wir haben 8 Büsten. Wir können wieder ein paar Urkunden eintauschen gegen Büsten. Haben jetzt 16. 16 reicht, um die Behandlungsbibliothek wieder zu reduzieren, von den Kosten her. Oh, jetzt hat sich das Gebäude aber entwickelt. Oh ja, das ist weiter nach oben ausgebaut worden. Klasse. Schick gemacht. Okay, so viel dazu. Und was machen wir jetzt? Jetzt sitze ich da und schau wie ein Kanickel, wenn es blitzt. Nee. Kalimba, ey. Du gehst mir echt auf die Nerven. Ja, mal gucken. Wir sind ja Le Femme Fatale. Ach so, weil das nur Frauen sind. Barbarin, Grabräuberin, Doktorin und Vestalin. Ist ja süß. Okay. Wir haben noch eine kurze Mission, die wir dort noch machen können. Oder eine lange Mission. Lange Mission ist mir aber zu viel. Mondring, Relikt des Vorfahren, muss eingesetzt werden, ist Mittel. Alle Raumkämpfe ist mir lieber. Wappen des Betäubers, nur Kreuzfahrer. 40% Chance auf Betäuben. Können wir verkaufen, ist Geld, also gehen wir dahin. Odo ist unser Tank. Kreli, du hast schlechte Laune. Kommst trotzdem mit. Shark kommt mit. Und Reynold. Perfekt. Gut, das ist unsere Gruppe, die jetzt demnächst in den Wald geht, in die kurze Mission. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis gleich.